Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Rockman und Hans und Sale. Okay, für mich waren es jetzt doch nur ein paar Sekunden, wirklich im Abspann, in der Periode zwischen dem Part und dem letzten Part. Oh, lol. Wo ich mich jetzt einfach mal kurz ausgeruht habe, weil ich meine, wirklich vorbereiten kann ich mich nicht. Ich muss einfach so gut wie möglich probieren, ganz vorsichtig zu sein. Also wenn dieses Spiel was macht, dann schult es die Feinmotorik. Die Feinmotorik nehme ich zum Beispiel, na gut, jetzt nur im Gamer-Sinne, nicht sowas, was man fürs Leben braucht, aber immerhin etwas. Das konnte man zum Beispiel ja doch irgendwie in den Beruf umsetzen, zum Beispiel, wenn man mit kleinen Sachen arbeitet. Das gibt es ja alles. Gibt es ja alles. Auch so diese Miniatur. Gibt es ja ein Miniatur-Wunderland zum Beispiel in Hamburg. Da war ich. Sehr schön, aber na gut, für meinen Geschmack jetzt nicht sowas. Also, wo ich nur einmal hingehen kann. Ich kann da nur einmal hingehen, dann denke ich mir, oh, schön, und das war's dann auch wieder. Aber für sowas braucht man ja auch viel Feingefühl. Genau. Nicht Feinmotorik. Feingefühl. Und zwar eben im körperlichen Sinne, nicht emotional, sondern also was man sagt, sondern im Sinne von etwas packen, etwas festhalten, obwohl das kann auch schon auf die emotionale Ebene hinausgehen. Je nachdem. Das ist ja die erste Hälfte. Ich vermute stark, dass es dieser Wasserlevel ist die erste Hälfte von diesem Level. Wie wird dann erst der zweite sein? Weil ich meine, oh, ich denke mir gerade, wenn ich Game Over gehe, müsste ich eigentlich alles von Anfang an machen, oder? Das, ja. Mhm, aber wie gesagt, ich gehe das durch. Ich halte es durch. Wie? Manchmal kriege ich es nicht hin, manchmal kriege ich es hin. Am nächsten Tag oder in ein paar Wochen kriege ich es dann vielleicht dreimal hintereinander hin und dann wieder nur einmal von allen tausendmal. Das ist... Ah ja, ich muss genau von exakt diesem Punkt. Weg da, Wurm. Warum? Warum bin ich weitergesprungen? Oh, da werde ich jetzt aber langsam sauer. Und das steckt bei mir die Meinung so und das schießt mir auch in den Kopf und verwirrt meinen Verstand. Ich muss anscheinend wirklich ab einem bestimmten Punkt. Nein, Entschuldigung, das war falsches Zeichen. Ab einem bestimmten Punkt muss ich springen. Ja, damit ich auf diesen kleinen Vorsprung lande. Wo der genau ist, keine Ahnung, hol mir mal den Maßstab raus und messen hier das ganze Gebiet ab. Dieser Punkt war es schon mal nicht. Okay, jetzt bleiben wir nur noch um die 199 Möglichkeiten, wo dieser Punkt sein könnte. Okay, habt ihr Zeit? Ich habe Zeit. Also, machen wir das einfach mal. Hoppala, habe ich dich doch beinahe übersehen? Na, wird's dir auch schon langweilig. Ja. Es ist so gut. Ich meine, na, ich rede jetzt nicht vom Spiel. Das Spiel kann ja nichts dafür. Es ist schwierig konzipiert worden. Es ist so gut, wie ich mich anstelle. Wahrscheinlich ist es wieder das Einfachste. Ist das Einfachste der Welt. Zumindest in dieser Mega Man Welt. Aber ich mit meinem Drang zum nicht talentiert sein, kriege das natürlich nicht hin. So weiter und irgendwann legt sich bei mir der Schalter um und ihr werdet mich erleben, wie ich mich bei Donkey Kong Country gefühlt habe. Da war ein Level. Das habe ich schon mal bei der Woodman Stage angesprochen. Der hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wo ich nur dachte,
Oh mein Gott, das ist so bescheuert. Warum geht das nicht einfacher? Oh Mann. Gut, ich fange schwer an zu atmen. Ich fange schwer an zu atmen. Das ist kein gutes Zeichen. Es ist etwa da am Ende, okay. Ich wollte das Tippen üben. Ich wollte das Tippen üben. Alter, ich werde so froh sein. Das ist jetzt wirklich. Anfangs habe ich es einfach nur als Let's Play Projekt angesehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich wollte testen, wie ist das, einen Hack zu spielen, ja? Wie ist das? Wie? Und dass ich die Facecam eingesetzt habe, das wollte ich damit ja auch ausprobieren, bei so einem Rage-Game, könnte man schon sagen, ja? Und da ist schon wieder das. Kann man so sagen, ja, man kann viel sagen. Man kann viel sagen, wenn der Tag lang ist und das Leben so kurz. Worauf wollte ich hinaus? Genau, ich wollte testen, wie das Spiel ist. An einem Zeitpunkt war es dann nur noch nervig, ich wollte es zu Ende bringen. Aber jetzt, bei diesen letzten Leveln sehe ich jetzt wirklich, jetzt ist die Herausforderung zurück. Ich will es schaffen. Aus eigener Kraft. Und das werde ich verdammt auch nochmal tun. Wie war ich das? Das war mit dem Einsack. Genau. Weiter, 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 weiter. Genau. Gut, da habe ich den Dreier genommen, oder? Genau. Genau. Oh, oh. Achso, ich darf ja nicht vergessen, ich habe ja. Wir sind im Wasser, das heißt. Es ist etwas leichter zu springen. Na, ich wollte über den Stachel. Jetzt verkrampfen wir eins mit meiner Hand. Ich und meine Gebrechen, ich weiß, ich bin so jung und trotzdem habe ich schon so viele Gebrechen. Ich fange hier gleich noch an, was anderes zu brechen. Irgendwelche Schimpfwörter, welche die ich im normalen Fall gar nicht verwenden will. Ich weiß, ziemlich spannend, aber was habt ihr erwartet? Was habt ihr ernsthaft erwartet? Meine Damen und Herren, das möchte ich wirklich von Ihnen wissen. Schreiben Sie es mir bitte in die Kommentare. Was haben Sie, als Sie diese Let's Play-Reihe angefangen haben zu schauen oder als Sie diesen Bart angedrückt haben? Verstehen Sie es nicht falsch, ich werde nicht böse mit Ihnen, ja? Ich möchte nur von Ihnen ehrlich wissen, was haben Sie sich gedacht, als Sie gelesen haben? Obwohl, das mit Hack habe ich ja gar nicht reingeschrieben. Aber warum sollte man irgendwie sonst drauf kommen? Das geht nur, wenn man Mega Man Hack eingibt. Und dann kommt sowas, das habe ich Suchleiste ja so alles eingestellt. Was haben Sie hier erwartet zu sehen? Ein totaler Durchwand? Das wäre sogar möglich, aber nur wenn ich das hier 20 Mal durchgespielt habe. Wie hast du überlebt? Oh mein Gott, mir fallen gleich die Augen aus dem Kopf. Ich fange schon langsam wieder das Schielen an. Ja, ich kann schielen. Keine Ahnung, seit wann ich das kann. Aber man sollte es nicht tun. Weil damit spaßt man nicht. Wenn die irgendwann stehen bleiben, dann hat man den Salat. Ich wollte jetzt nur kurz mal ein bisschen still sein, um das auch richtig hinzukriegen.
wie mache ich das jetzt? Am besten wäre es eigentlich... Doch, ich muss die... Okay, landen die bis hier? Ja, die landen bis hier. Ich muss die also doch irgendwie... Ah, jetzt kann ich nicht wechseln, wenn das noch da ist. Einfach weiter, okay, die Unverwundbarkeit ausnutzen, gut. Ich muss da drauf? Wie soll denn das denn jetzt bitte gehen? Ja, ganz toll. Genau über dem Stachel. Oh mein Gott, es hat sogar funktioniert. Geht das? Ich könnte mich einmal treffen lassen, um dann die Unverwundbarkeit auszunutzen. Aber ich bin weitergekommen. Greife an diesem Moment, Christian. Du bist weitergekommen. Es ist machbar. Nur brauchst du wirklich totale Konzentration. Aber die kannst du dir hier nicht leisten, weil es ist ein Let's Play da. Es geht ja nicht wirklich darum, wie ich spiele, aber... Was ich erzähle, aber ich will auch weiterkommen, weil ich kann nicht immer stundenlang, tagelang, videolang über das Gleiche reden. Dass ich es nicht weiterschaffe, ulala. Das geht nicht, das geht nicht. Das da passt vorne und hinten nicht. Was, ich bin ja auch eher so der ruhigere. Ja, ich bin der ruhigere Kommentator. Wenn ich mich aufrege oder so, dann ja, ist es passiert in den letzten Fällen. Weiter, 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 weiter. Oh lala. Kann ich den vielleicht klitschen? Den kann ich klitschen, gut. Los, Dreier, Baby. Lass uns einen Dreier machen. Gut, alles klar. Ich war. Genau, ich war da. Ich war weitergekommen. Weg da! Gut. Wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Ich habe den Einer genommen. Und ich wollte weiterlaufen. Ja, beruhig dich. Behalte die Nerven. Die noch vorhanden sind, behalte sie. Schließe sie an dein Herz. Lass sie nie wieder los. Okay, das habe ich jetzt langsam raus. Das habe ich jetzt langsam raus. Weg da! Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nie gehört, aber ich habe... Ich habe mich für mich selbst gerade angehört, wie so... Irgendwas hat gerade gequietscht bei mir. Keine Ahnung was. Sollte ich mich mal überholen lassen. Überholen, sagt man das so? Überprüfen lassen, was weiß ich, verdammt nochmal. Dreier brauche ich. Shabam, Shaboom und Shabu. Shabuya. Da gab es schon einen neuen Orca-Wahl. Shamu. Na klar. Shamu, Orca-Wahl. Perfekt. Energie. Energie. Das war das Falsche. Ich brauche den Einer auf einer bestimmten Höhe. Einen Versuch mache ich noch. Wie viel Leben habe ich? Es ist mein letztes. Es ist jetzt auch mein letzter Versuch jetzt für diesen Part. Danach würde ich sagen, Leute, spiele ich bis zu dem einen Punkt weiter. Nein, 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 ich mache es aus einem Stück. Nein, nein, nix mit vorweg. Nein. Gut, zwei Parts, einfach nur mit Gerede. Nur ein bisschen Fortschritt. Trotzdem, daraus habe ich was gelernt. Hoffentlich werde ich es auch, wenn ich dann das nächste Mal weitermache, mich daran erinnern.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und auch bei der Musik, die ich hier hoffentlich nicht vergesse einzusetzen. Ja, aber wenn es euch nicht gefallen hat, dann kann ich es euch nicht übel nehmen, denn es macht wirklich keinen Sinn, dass es euch Spaß machen würde, mich hier nur beim Fällen zuzuschauen. Also, aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video, beziehungsweise bei diesem Part, je nachdem, was ihr euch dann als nächstes anschaut. Ich bin der 93 Jovo, I love and entertain you, und jetzt kommt Tschüss and goodbye.